Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind hier immer noch in dem Ofen, in dem Wartungsraum, was auch immer, beziehungsweise wir müssen zum Wartungsraum, denn dort gibt es lecker Sprengstoff. Jetzt haben wir das Ding ausgeschalten. Jetzt muss ich aber trotzdem mal ganz kurz überlegen, wie sind wir denn überhaupt hier runtergekommen? Mich hier hoch? Hier ist zu. Lass mich nochmal eben schauen, ich bin gerade etwas verwirrt. Hä? Wir sind hier runtergegangen, haben hier die Automaten gelöst. Das hat alles hingehauen, aber wir haben hier ja noch keinen Sprengstoff gefunden. Hier passiert irgendwie gerade gar nichts mehr. Schaden geht auch nicht so wirklich. Müssen wir hier irgendwie in den Ofen rein? Wir haben ja als Quest, sprenge dir einen Weg in den Ofen frei. Erreiche den Funkturm, ist das Hauptziel. Aber wir haben ja nichts bekommen, was irgendwie sprengen könnte. Ich wundere, dass das jetzt hier zu ist. Ist das so eine Plattform, die wir kaputt machen können? Mit Fizzy Boom? Ah, okay. Ofen nach links. Und Sprengstoffstation nach oben. Wir sind ja von links gekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also brauchen wir natürlich erstmal, wir müssen zum Wartungsraum und brauchen Sprengstoff. Aber Moment, nee. Hier waren wir doch. Hier haben wir uns doch durchgekämpft. Aber Sprengstoff haben wir doch jetzt noch nicht gefunden. Wir laufen jetzt erstmal hier lang. Aber hier müssten wir wieder zu dem Arbeiter kommen. Haben wir keinen Fizzy Boom mehr. Können zum Glück eins herstellen. Ja, okay. Dann machen wir halt diesen, ne? Du kommst mit. Danke für deine Hilfe. Hätten wir doch vorhin schon durchgekonnt, oder? Warum sind wir denn jetzt darüber gelaufen? Das habe ich jetzt gerade nicht so hundertprozentig verstanden. Geht dich gar nichts an, was mein Plan ist. Da oben ist ein Aufseher. Wir lassen dich jetzt nochmal kurz warten. Wir haben hier kein Dings, also könnten wir rein theoretisch chanten. Aber wir kommen nicht an den Rand, weil der im Hintergrund steht. Das ist schlecht. Lassen wir jetzt trotzdem erstmal kurz warten. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir kommen nicht auf das hintere Teil. Aber der sieht uns halt anscheinend auch nicht. Einzige, was uns sehen könnte. Hä? Warum? Die Kamera jetzt gesehen oder waren wir doch zu laut? Kommen da doch im Leben nicht rübergesprungen. Wollen wir es probieren? Doch, wir schaffen es. Und sogar direkt in den Nebel rein. Ich laufe jetzt hier erstmal wie so ein Verrückter. Ah, die können nicht hier runter, das ist schon mal gut. Nein. Das war ganz schön knapp. Aber wir haben mal Glück im Spiel, ja? Fass es kaum. Müssen wir hier nochmal schauen. Das Ding geht runter. Das Ding geht runter. Das Ding geht runter. Das heißt, wir können hier warten. Genau. Ah, nein. Den hat man aber so mal überhaupt gar nicht gesehen durch die Dinger. Das war fies. Wir brauchen Nebel. Der sieht uns doch. Ah, der rennt jetzt hier lang. Scheiße. So, wir haben es geschafft. Jetzt ist die Frage, ob der hier langkommt. Ich hoffe nicht. Ich möchte ganz gern erstmal die Schließfächer entleeren. Ja, das ist dann halt einfach auch eine Frage der Kameraperspektive, ne? Wenn man es halt einfach nicht sieht, ob da einer kommt, lässt sich es halt auch schwer einschätzen, ob da einer kommt. Kann ich den Schaden? Ne, Schaden kann ich nicht. Hier liegt direkt so ein Ding. Probieren es jetzt nochmal. Ich werfe jetzt aber vorsichtshalber hier einfach mal Nebel hin. Aber diesmal ist er nicht da. Okay. Checkpoint erreicht. Ganz schön aufregend hier. Okay, wir können es wieder anmachen. Können wir hier fahren? Nö, können wir nicht.
Wir haben noch Nebelschleier, ja. Das heißt, ich würde wahrscheinlich ganz gerne erstmal hier so ein Nebeldings hinwerfen, dass wir erstmal ein bisschen unsere Ruhe haben und hier runter können. Dann würde ich mir einmal einen Steinbonbon schnappen, ihn hier damit abwerfen, sodass er zu Boden fällt. Wir können leider wieder nur stehlen. Feuerzeug. Praktisch, um an Objekten zu haften, die von einer schnellen und praktischen Feuerquelle profitieren. Hey, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir schon länger mal gewünscht habe. Aber trifft er uns jetzt von da drüben oder nicht? Weil wir können ihn nicht treffen. Wir haben auch keine Nebelschleier mehr. 5 Stück können wir bloß noch herstellen. Hä? Ah. Ja, natürlich. Das ist halt aber auch echt schwer, wenn man die nicht ausschalten kann, sondern bloß kurz betäuben. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was wir hier am besten machen. Ich weiß halt auch nicht, ob der uns da drüben sieht oder nicht. Weil die Sache ist, jetzt so einen Fizzy-Pop zu werfen, dann sind alle unsere Homies kaputt. Das geht auch nicht. Das heißt, die beste Lösung ist tatsächlich erstmal der hier. Und der kommt natürlich nicht so weit. Warum auch? Beziehungsweise treffe ich ihn einfach gar nicht. Jetzt treffen wir ihn. So. Aber der kommt halt ganz, ganz schnell. Trifft er uns jetzt hier drüben oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich müssten wir die auch alle mitnehmen, aber der steht gleich wieder auf hier. Diesmal passiert mir das nicht nochmal. So, kommt ihr alle mit? Gut, der steht einfach dort, der kann uns... Ah, hier ist ja schon wieder so ein Ding. Nochmal Glück gehabt. Wieder alles aufgefüllt. Ihr kommt. Was war denn jetzt? Hä? Hab ich jetzt wieder irgendwas übersehen? Habt ihr es gesehen? Ich nicht. Ah, jetzt müssen wir das nochmal machen. So, du. Ja, alle mitkommen. Rennen. Können wir hier diesen machen? Ihr rennt alle mit. Ach, da war noch... das ist halt wieder eine Sache der Kameraperspektive. Ja. Habe ich nicht gesehen. Natürlich den grünen Schalter. Man hätte sich fragen können, warum steht da ein grüner Schalter? Aber wenn man sich hier halt erstmal auf die ganzen Automaten konzentriert und dann ungefähr so hier... Ah, gut. Ja, man hätte es sehen können. Ist ja gut. Ist die Frage, wie weit rüber können wir denn, ohne dass uns das Ding erwischt? So, passt es gerade noch? Nein, du sollst... Ach, wollt doch den Schalter drücken. Jetzt. Schalter. Laufen. Checkpoint. Sehr gut. Wieder neue Homies. Mittlerweile ganz paar Mudokons im Schlepptau. Der stellt sich nicht aus. Doch, jetzt stellt er sich... Ah, da ist er. Oh Mann. Ich kann mich doch nicht auf 5 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Wie kriege ich denn den jetzt da drüben ausgeschalten? Brauchen entweder erstmal wieder Nebelschleier. Ich hab doch genebelt. Ein Glück gibt es so viele Checkpoints im Spiel. Mitkommen. Wir nebeln etwas früher diesmal. Oder vielleicht haben wir auch Glück, dass wir chanten können. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut. Nein, du schießt nicht. Perfekt. Das bringt ja uns nicht viel. Wir können ihn eigentlich nur explodieren lassen. So, ihr kommt alle mit. Und wir haben sie alle. Ihr müsst jetzt bestimmt alle hier an diesen Dingern rumdrehen. Hätte ich zumindest gedacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich euch das befehle. Beziehungsweise müssen wir vielleicht da hoch. Irgendwas kam ja gerade runtergefahren. Gott, haben wir viele im Schlepptau. Wir müssen die auf jeden Fall... Was ist das? Was ist das? Hilfe! Gott, das wird wahrscheinlich in der Aufnahme wieder extrem laut sein. Es tut mir echt leid. Ach du Scheiße. Nee, er kam nicht hier hoch, okay. Also ich würde schon sagen,
Funkturm nach oben, aber wir kommen hier nicht auf den Fahrstuhl drauf. Entweder müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Aber ich glaube fast eher, ich muss denen sagen, dass die hier dran sollen. Ich weiß aber nicht wie. Was ist denn hier unten los? Ist das ein Soundbug oder sind hier auf einmal 1 Million Leute da? Schaden ist es auch nicht. Ne, es muss schon irgendwie was damit zu tun haben, dass wir hier auf den Aufzug sollen. Also müssen wir anscheinend den ganzen Weg wieder zurück. Hey, don't forget, you still owe me 5 bucks. Du kriegst gar nichts von mir. Rennt, rennt, rennt. Ah, nein, 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 meine Mudokon-Freunde. Schnell, wir haben Bonbon aus. Wirf, wirf, wirf. Ach, verdammt. Ich bin einfach, glaube ich, ein bisschen zu hektisch in diesem Spiel. Ihr wartet jetzt mal alle. Hier konnten wir nicht chanten, ne? Doch, ging. Dann machen wir es uns doch einfach. Kommt ihr alle wieder mit? Und schnell hier durch. Also das ist wirklich relativ easy. So, alle mitkommen, alle mitkommen. Ist natürlich doof, wir sind hier unten. Ich würde gerne nochmal den Checkpoint haben, danke. Sind wir hier unten natürlich einfach nur extrem durchgerannt. Können wir noch ein paar Nebelschleier herstellen? Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall hier einen Schleier. Eventuell müssen wir jetzt auf die obere Etage. Wohl, nee. Auch eine ganze Menge Nebelschleier. Ich habe noch keine Ahnung, was wir gegen ihn machen. Eventuell Steinbonbons. Können wir den fesseln oder nur stehlen? Nur stehlen. Nee, dann machen wir es nicht. Lauft, Mudokons. Und wir holen uns hier auf jeden Fall nochmal den Checkpoint. Bringt. Kommt mit. Nein, hier ist eine Kamera. Scheiße, jetzt kommen die runter. Wir brauchen unbedingt erstmal Nebelschleier. Dass wir uns verstecken können. Und jetzt gibt es Steinbonbons am Kopf, aber ohne Ende. Kommt schon. Stirb. Danke. Wir müssen weiter. Nein. Ach, verdammt. Einen musste es natürlich wieder erwischen. Was machen wir dann am besten? Hä? Nein. Nein, er ist schon wieder aufgestanden. Es ist halt echt, man hat nicht viel Zeit zum... Warum seid denn ihr jetzt gefesselt? Ist wegen dem da drüben. Sieht er mich? Ja, der sieht uns... Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Kommt doch hoch. Seid ihr doof? Ach, ihn hat es jetzt selber erwischt. Einer oder zwei? Oh, einer zappelt noch. Es tut mir leid für dich, mein Kleiner. Ja, lässt sich jetzt leider nicht ändern. Ach, komm. Wieder ein Fall. Es tut mir leid. Jetzt ist der da drüben wieder da. Ach, Leute. Ihr macht mich verrückt. Wir können nochmal Nebelschleier her. Wir können keine Nebelschleier mehr herstellen. Das heißt, wir können aber da unten erstmal Nebel hinwerfen, dass der uns nicht direkt sieht. Und wir springen jetzt einmal ganz schnell hier rüber und sind gleich wieder tot. Ja, keine Chance. Ja, was machen wir denn am dümmsten? Der eine ist wieder gefesselt. Ich würde sagen, ihr kommt jetzt erstmal alle hier hoch. Wartet hier. Wir müssen uns erstmal... um die ganzen Typen hier kümmern. So, du kriegst jetzt hier Dinger an den Kopf, weil du nervst mich extrem. Ich können wir entfesseln. Na, jetzt kommt der Nächste. Ihn hat's... Was? Der kann sogar hier durchschießen. Scheiße. Ah. Leute. Was sollen wir denn nur machen? Ich habe so positiv von den letzten Folgen gesprochen, weil alles so gut lief und jetzt... sind wir hier schon wieder ganz schön am Schwitzen. Wir können halt kaum noch Nebelschleier herstellen. Wir können uns auf jeden Fall erstmal um den hier unten kümmern. Das kriegen wir hin. Um beide am besten. So. Dann können wir... Ich kann den nicht abwerfen, ohne dass wir direkt sterben. Ich habe keine Bonbons mehr. Ah. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Mitleid mit mir und seht, dass das echt nicht einfach ist.
So, wir stellen jetzt erstmal her. Und zwar, ne, normale Steine können wir nicht. Wir können nur Flummi-Bonbons herstellen. Nebelschleier geht gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Flummi-Bonbons. Ne, wir haben noch Steinchens. Treffe ich den denn so irgendwie? Jetzt kommt der Bug wieder. So, jetzt dich da oben kaputt. Nein! Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt müssten eigentlich alle schnell mitkommen. Die zwei Gefesselten bleiben jetzt gefesselt. Das kann ich leider gerade nicht verändern. Wir brauchen ja ganz schnell Nebelschleier. So. Jetzt müssen wir uns irgendwie um den da oben kümmern. Können wir hier wieder charmen? Nein, nein, wir sind doch im Nebel. Ihr jetzt erstmal weg. Ganz schnell. So, jetzt müssen wir den da oben irgendwie kaputt kriegen. So. Und springen. Nein, wir brauchen ganz schnell Nebel, ganz schnell Nebel. Ah, es war zu spät. So, wir sind doch schon auf dem Aufzug. Nein, wir hatten es doch schon. Mann, ist das schwer. Aber holla die Waldfee. Follow me to freedom, guys. So, dich und dich auch noch. Jetzt rennt, Mudokons, rennt. Jetzt den da oben. Kaputt machen. Nebelschleier hier rüber. Springen. Warten. Wir brauchen wieder Bonbons. Ganz schnell Bonbons. Den da oben kaputt machen. Den da hinten kaputt machen. In den Aufzug. Und die Scheiß-Taste drücken. Und drück doch. Fahr hoch. Fahr hoch. Hoch, hoch, hoch. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Wir müssen schießen. Oh, oh. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben zwar ein paar Mudokons verloren, aber ich bin froh, dass wir es überhaupt hingekriegt haben. Er trifft nicht richtig. Doch jetzt. Wieder einer gestorben. Ich glaube, ja. Wir können nicht schießen. Warum nicht? Wir haben keine Munition mehr anscheinend. Kann ich irgendwie nachladen? Nee. Das war ja ein richtig langer Spaß, Mensch. Ich kann nichts tun. Kann aber auch nicht nachladen. Das ist ja super. Haben wir uns ja extrem viel Mühe gegeben, so viel Mudokons wie möglich mitzunehmen und dann sterben die alle. Bei so einem Mist hier. Wir hätten wahrscheinlich nur eins pro Dings schießen können, aber wie das so ist, hämmert man natürlich 1 Million mal auf die Maus, um auf Nummer sicher zu gehen. Haben wir jetzt alle? Oh Gott. 4 Stück haben überlebt. Wir sind ein sehr, sehr schlechter Ape. Es tut mir leid. Kaugummi. Der Geschmack vergeht nach ein paar Sekunden. Ja, das kennt man. Aber die Klebrigkeit bleibt für immer. Kau ein bisschen darauf herum und du kannst damit ein Ding an das andere kleben. Praktisch. Ach, schade. Nur 4 Mudokons. Hier oben sind noch ein paar. Die Sandsäcke machen mir Angst. Ich glaube, hier schießt gleich wieder irgendwas. Und Blasters gab es noch. Okay. Wir können ja so ein komplettes Starteil hier drüben können wir doch nicht kaputt blastersen, oder? Sind jetzt die anderen auch mitgekommen? Ja. Geht's hier noch woanders lang? Irgendwie nicht. Ist das vielleicht doch der Weg, dass wir das da dran werfen? Wir machen jetzt erstmal einen Fizzy Boom. Kriegen wir damit auch sowas kaputt, ja? Nö. Spiel? Was soll ich tun? Wir gucken nochmal nach unten. Oder wir können noch weiter hochfahren. Alles klar. Ja, dann machen wir das auch, aber dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Es war echt eine schwierige Folge. Wir sind leider nicht so weit gekommen. Aber wir haben es zumindest geschafft und ein paar Mudokons haben auch überlebt. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.